So, hallo zusammen, hier ist Startup Grind Marburg. Startup Grind ist die größte Startup Community der Welt und mit den Wurzeln aus dem Silicon Valley. Und es geht darum, dass man drei Dinge hier tut: Freunde finden, give first und einander helfen. Also, das sind die Werte der Startup Grind Community. Und als Teil von dem Ganzen haben wir natürlich Events, wo wir Gäste einladen und über deren Startup Journey sprechen. Und heute haben wir so jemand bei uns. Ich bin echt gespannt auf das Topic, denn ich hoffe, ihr seht das gut. Das sieht irgendwie klein aus, aber egal. Heute haben wir Dirk Rudolf und ist im Fintech unterwegs. Aus der Region Mittelhessen. Und wir sprechen heute über Exits und Timing. Ich würde an dieser Stelle gerne dem Gründervirus danken für den Support, Startup Hessen und CSL Behring für den Support von Startup Grind und der Community in Marburg und auch ganz Mittelhessen. So, dann starten wir mal. Ich lade jetzt den Dirk als Presenter hier ein. Genau, nochmal die Kamera. Perfekt, super. Guten Abend, Dirk. Hallo. 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 Braun gebrannt aus dem Urlaub. Frisch für eine Fireside-Chat-Session. Super. Dirk, lass uns am Anfang starten. Wo kommst du her? Also Dirk ist ein großer Name und bekannter Name in Mittelhessen, aber auch in der, ich bin nicht aus Fintech, aber man kennt Dirk und aber wir starten in der Regel mit dem Gast. Wo kommt man her? Was hat man studiert und wo hat man wir sagen, den Gründervirus, sich mit dem Gründervirus infiziert, beziehungsweise Entrepreneurial Bug ist das Englische. Genau, lass uns am Anfang starten. Okay. Ja, Dirk Rudolf, 41, komme aus Langgöns. Das ist in der Nähe von Marburg. Ich glaube, eine halbe Stunde sehr gerne. So ungefähr Fahrzeit. Ja, bin in Butzbach, also auch in Mittelhessen, aufgewachsen. Bin dann irgendwann nach Langgöns übergesiedelt. Dort meine Frau auch kennengelernt. Haben heute zwei Kinder. Sind hier sesshaft, sind hier glücklich, freuen uns in Mittelhessen irgendwo zu sein. Genießen vor allem hier die Ruhe und die ja, vielleicht auch Besonnenheit, die vielleicht in anderen Großstädten nicht so gegeben ist. Also sind hier sehr, sehr zufrieden und glücklich. Ja, die Frage war, wo habe ich studiert? Ich habe in Friedberg studiert, also auch hier im mittelhessischen Raum an der Fachhochschule Friedberg damals noch, heute die Technische Hochschule Mittelhessen. Habe hier noch auf Diplom Wirtschaftsinformatik studiert, relativ lange zugegebenermaßen, nicht ganz in der Regelstudienzeit abgeschlossen, aber auch das ist, glaube ich, im Bereich des Gründertums oder des Unternehmertums ganz normal, dass vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen länger dauert. Ja, Sergio, was waren noch so die Fragen? Genau, also du hast, also nach dem Studium, wie hast du da schon Erfahrung oder Ideen gehabt für eine Gründung? Wenn ja, also wir kommen noch zu Referate.de, aber vielleicht vor Referate.de waren irgendwelche Einflüsse durch Freunde oder durch Vorbilder oder durch eigene Ideen. Ja, so richtig. Ich glaube, vorneweg gab es da gar nicht so viel, weil ich meine, als wir so das erste Startup gemacht haben, das war ja noch vor dem ganzen Studium, wo wir noch Schüler waren, da war es ja so, dass das Internet ja gerade erst quasi so die Welt erblickt hat, ne? Ich meine, ich habe es eben gesagt, ich bin jetzt 41, das heißt 1996, 97, als wir noch in der Schule waren, damals. Wie gesagt, gab es ja nicht viel, da gab es kein Google, da gab es kein Wikipedia, da musste man sich mit ein paar anderen Sachen behelfen. Und deswegen ist daher, ich sage mal, aus der Warte vielleicht der Einfluss nicht so arg groß. Gleichwohl, wie soll ich sagen, habe ich aber in der Familie viele Unternehmer gehabt, die jetzt gar nicht aus dem Tech-Bereich kamen, sondern eher Logistik, keine Ahnung, Marketing und so weiter und so fort. Und da hat man natürlich schon so ein Stück weit
soll ich sagen, so unternehmerische Einflüsse mitbekommen, sowohl im Guten wie auch ehrlicherweise im Schlechten. Und wenn man sich ja dann überlegt, was zu machen, dann kann man da natürlich schon ein bisschen was davon lernen und hat auch so ein bisschen die Ups und Downs, wie eben schon gesagt, auch mitbekommen. Und das hat sicherlich ein Stück weit geprägt, was Eigenes machen zu wollen. Ja. Das heißt, das Gute und Schlechte heißt, übersetzt diese Ups und Downs. Das ist ja eine Achterbahn, also kann eine Achterbahnfahrt sein. Das ist wahrscheinlich gezwungenermaßen Achterbahnfahrt. Ist es das, was du meinst, dass man Es läuft mal gut, es läuft mal schlecht, es läuft mal sehr gut. Man kann aber auch mal in Insolvenz irgendwo reinschlittern. Also alles das habe ich so im Umfeld wahrgenommen, mitgenommen und dadurch, glaube ich, auch ein Stück weit gelernt, ohne so richtig wahrzunehmen, was ich will und was ich nicht will. Ja. Ah, und wo okay. ich Wert drauf legen würde und wo nicht. Ja. Okay, das ist ein cooler Aspekt. Das heißt, du hast ja durch diesen Einfluss der unternehmerischen Familienader einfach mit der Frage gestellt, was will ich eigentlich? Ja. Okay, ja, das ist cool. Wir hatten auch immer wieder Gäste, wo eigentlich diese Frage die kritische ist, um exekutieren zu können. Alles klar, also Einfluss aus der Familie. Und wie kam dann die Idee zu Referate.de? Ist ganz spannend. Und welches Jahr war das? Ich glaube, heute alles Videostream, Recorden, Cloud. Ja. Aber das war ja eigentlich ziemlich revolutionär, was er da gemacht hat zu der Zeit. Ja, es war 1997. Ne? Eben schon gesagt, da gab es halt noch kein Google oder kein Wikipedia. Und ich glaube, wann immer wir auch in der Zukunft dann irgendwas gemacht haben, was gestartet haben, haben wir immer geschaut, wo ist das Problem und wie kann man das lösen? Und nicht irgendwie jetzt nur gesagt, wir wollen jetzt gegen Zeit irgendwie Geld verdienen, sondern wir wollen halt irgendwo was Nachhaltiges schaffen, was die Leute nutzen und wo man aber trotzdem auch Geld mit verdienen kann. Ja, und jetzt kann sich ja jeder von euch auch ein bisschen in seine Schulzeit vielleicht zurückerinnern. Entweder, also gerade die etwas Älteren vielleicht, die zuhören, entweder halt ist man in eine Bibliothek gegangen oder man hat ein Buch gekauft. Oder man hat da eben nichts, womit man recherchieren konnte. Ja, und heute würde jeder bei Wikipedia gucken oder googeln. Wie gesagt, das gab es nicht. Also haben wir eine Plattform aufgebaut, wo eben Schüler ihre Referate oder Zusammenfassungen oder Aufsätze hochladen konnten und andere Schüler konnten das eben nutzen, um zu recherchieren und vielleicht auch mal erste Insights in ein Buch zu bekommen und quasi so eine Zusammenfassung zu lesen. Und damit haben wir für uns als Schüler, für Schüler eine ganz gute Möglichkeit geschaffen, da ja, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Und das war auch zu seiner Zeit wirklich dann eine der größeren Seiten im Internet. Ja. Das klingt ja heutzutage ja ziemlich, ziemlich einfach, etwas hochladen und jemand... Also habt ihr die Info, also das ist 97, ne? Also nicht ja, jeder kannte das Internet. Ich weiß gar nicht, wann ich Internet hatte. Habt ihr schon 56er K benutzt oder war das noch davor? Nee, das war noch weniger. Das war ja noch eine Zeit okay. von den AOL-CDs und wie hießen die? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab so ein paar Anbieter nur. Okay. Vor der ISDN-Zeit war das ja fast noch. Okay, das heißt, das Internet ist ganz, ganz jung und wie war der Upload? Also heute ist meine abfotografieren, scannen, uploaden, aber ihr habt, waren das Dokumente oder? Ja, es waren tatsächlich auch schon PDFs, Dokumente, Texte, relativ rudimentär alles, ehrlicherweise. Okay. Einfach gelöst, aber irgendwo ein Problem gelöst und viele Leute glücklich gemacht. Okay. Was heißt glücklich gemacht? Also hattet ihr einfach Spaß, das Problem zu lösen oder hat man da überlegt, naja, wie können wir damit Geld verdienen? Wollen wir vielleicht Werbung einblenden oder so? Ja, es hatte schon einen kommerziellen Faktor. Ne? Ich meine, wir waren, wie gesagt, Schüler und als Schüler willst du ja auch irgendwo ein bisschen was verdienen, um
meinen Lebensunterhalt Ja, 16, Taschengeld. 17 finanzieren, genau, so ein Taschengeld hinweg. Und für meinen Kumpel und mich war es eben so, dass wir einfach nicht so viel Lust hatten, zu der Zeit Zeitung auszutragen oder irgendwo im Einzelhandel Regale aufzufüllen und irgendwo für uns erkannt haben, wir können da was machen mit einem Einsatz, den wir irgendwie auch leisten können neben der Schule. Und ich sag mal, in dieser relativ frischen Welt dann damals auch irgendwo ganz gut noch mit Werbung Geld verdienen konnten. Einfach noch mit, hatte ich das, glaube ich, auch schon mal erzählt, einfach mit Werbeeinblendungen und gar nicht so performance-orientiert, wie das heute der Fall ist. Sondern du hast einfach Masse an Nutzern gehabt und konntest dann mit der Masse eben auch, ja, auch Geld verdienen. So, und so haben wir uns da ganz gut durchgeschlängelt durch das Schülerdasein, aber dann eben auch ins Studium hinein, dass wir immer so einen gewissen Einkommenskanal hatten, wie wir eben alles finanzieren konnten für uns. Und auch okay. Neu letztlich dann mit dem Umsetzen gestoßen. Ja, ich habe doch ein paar Ideen, das ist interessant. Also ihr, wie lange habt ihr euch damit beschäftigt? Referate.de, ich habe es aufgehoben, gibt es das noch? Nee, es gibt es nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Irgendwann wächst man raus. Ne? Und, das macht man nach, ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt machen wir unsere neueren Projekte und ist dann vielleicht auch ganz, ganz okay. Auch wie viele User, also falls du dich erinnern kannst, also wie lange habt ihr euch damit noch beschäftigt, wo ihr gesagt habt, okay, wir lassen es oder du übernimmst das und wie viele User gab es denn? Ja, also beschäftigt haben wir uns damit bestimmt, sagen wir, bis 2004, 2005 und danach haben wir es einfach laufen lassen. Ja, und okay. In Spitzenzeiten, ich meine, das ist vielleicht auch heute gar nicht mehr so viel, aber damals hatten wir von so an die 40.000 Nutzer am Tag, was eben schon für eine Welt, also für eine Zeit, wo eben im Internet noch gar nicht so viel unterwegs war, schon auch viel war. Ja. Und deswegen, das ist schon viel. Also für aus meiner Erinnerung heraus. Okay. Deswegen war das schon attraktiv. Ja. Wie viele Server hattet ihr da für die 40.000 damals? Das weiß ich nicht mehr. Wissen wir nicht mehr. Ich frage gerne auch technische Fragen, weil manchmal liegt da was Spannendes. Als Schüler, Referate.de, das bringt er mit ins Studium rein. Mich interessiert jetzt die Frage, um die Brücke zu schlagen, wenn ihr eingeblendet habt, jemand hat drauf geklickt, wie wurde die Zahlung abgewickelt? Ja, die Dokumente selbst haben ja nichts gekostet. Wir haben rein werbefinanziertes Modell gefahren. Also wir haben zwar später auch mal kostenpflichtige Dokumente eingeführt, dass eben auch die User mitverdienen konnten, die Autoren mitverdienen konnten. Aber das war einfach in der Zeit, wo es noch nicht so viele Zahlarten gab, wie es die heute gab, einfach sehr, sehr schwierig. Ja, und hat letztlich auch nicht wirklich den Erfolg gebracht. Ja. Erfolg war wirklich das Freemium-Modell, kostet nichts, kannst dich noch registrieren. Wir haben dann eine Community drumherum gebaut, dass du auch so einen gewissen Austausch hattest zwischen den Usern. Und das hat wirklich so eine gewisse Retention auch gebracht, dass die Leute da geblieben sind, immer wieder gekommen sind. Es gab ja letztlich auch dann den ein oder anderen Mitbewerber damals, der das dann auch gemacht hat. Und die gibt es auch heute teilweise noch als Verlagshäuser fast. Und deswegen, für uns war dann irgendwann die Entscheidung einfach nur, wir sind jetzt vielleicht, ich würde sagen, zu alt, aber wir sind halt aus diesem Schülerdasein rausgewachsen. Mhm. Damit kennst du den Need nicht mehr so richtig. Und wir wollten einfach dann neue Sachen machen. Ja, verstehe. Aber wie wurde die, ich kann mir gar nicht vorstellen, weil ich da auch nicht involviert war, wenn auf der Website Werbung eingeblendet wird. Wie, es war ja nicht für Performance, sondern habt ihr das als Pakete, hat man da Rechnung geschrieben, geschickt oder war das schon online? Ja, es gab schon ein paar Online-Werbeagenturen einfach, die du beauftragt hast und die dir dann Werbung vermittelt haben, die dann wiederum von uns angezeigt wurden. Okay. Also entweder hatten wir direkte Kontrakte mit Unternehmen oder eben über die Vermittler. Ja, also was du, ich meine, später war es dann ganz klassisch Google AdWords. Ja, okay. Aber am Anfang waren es eben, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, ehrlicherweise. Aber es gab ein paar, die das gemacht haben. Und was ich vorhin sagte, war ja letztlich, heute ist alles performance getrieben. Damals war es einfach nur
kaufst quasi tausender Kontaktpreise, also 1000 Kontakte, gibt x Euro oder x Mark und dann wickelst du das ab. Das hat sich irgendwann dann gedreht hin zu diesem performanceorientierten Ansatz und da ist es mit Schülern natürlich schwierig online. Ist klar. Deswegen ist es dann so ein bisschen auch zurückgegangen und deswegen dann eben andere Themen. Und wie war die Abwicklung? Also mir geht es darum, wenn ihr diese Pakete vergeben habt, habt ihr Rechnung geschrieben oder gab es schon Online-Lösungen für Bezahldienste? Ich denke, das ist von denen irgendwie abgewickelt worden und wir haben Gutschriften bekommen. Okay. Das ist 20 Jahre her. Ja, nee, ich wollte die Brücke schlagen zu einfach Payment Network und Sofortüberweisung, was eigentlich jeder, der oder die ein Bankkonto haben, da irgendwie in Kontakt waren mit Sofortüberweisung. Wie entstand die Idee dazu und kam das Team aus Referate.de oder hat sich da was Neues gebildet, ein neues Team gebildet? Also die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir zu der Zeit nach Referate.de mehrere Online-Shops auch betrieben haben und in den Online-Shops einfach das Problem oder die Herausforderung hatten, wie lassen wir unsere Kunden bezahlen? Mhm. Ja, PayPal war noch relativ frisch am Markt, war auch relativ teuer und eben noch nicht in dieser Verbreitung, wie das heute natürlich der Fall ist. Kreditkarten damals auch sehr teuer noch, sodass irgendwo immer diesen klassischen Bezahlartenmix nur hattest. Also sich Vorkasse, Lastschrift, Rechnung. Und wenn du dir diese Zahlarten anschaust, dann hast du ja immer, du hast immer einen Käufer und einen Verkäufer, ne, letztlich. Und egal, welche Zahlart du rauspickst, einer hat immer einen Nachteil daraus gehabt. Mache ich es per Rechnung, weiß ich nicht, ob der Kunde die Ware bezahlt. Die Ware ist aber weg. Mache ich es per Vorkasse, weiß ich nicht, ob die Ware geliefert wird, das Geld ist aber weg. Ja, und die Idee, die dann zugegebenermaßen nicht von mir kam, sondern von meinem Mitgründer von Reparate.de, war quasi, da gibt es ja im deutschen Bankenwesen so einen Standard, der heißt HBCI, Home Banking Common Interface. Und damit kann ich ja quasi per API ein Bankkonto steuern und kann ich nicht auf dem Weg einfach das Thema der Vorkasse automatisieren, indem über eine Plattform eine Vorkassezahlung ausgelöst wird, die nicht die Bank ist, kann die Plattform ja sagen, also in dem Fall dann Sofortüberweisung, lieber Händler, das Geld ist unterwegs, du kannst die Ware losschicken oder du kannst sie jetzt beim Großhändler bestellen und dann losschicken und kannst damit eben hast du ein bisschen so eine Win-Win-Situation. Ne? Du hast das Geld schneller auf deinem Konto als Händler, das heißt, du hast die Liquidität da und als Endkunde hast du so eine gewisse Sicherheit, dass ein Intermediär irgendwo dazwischen war, der es gemacht hat und dass die Ware dann auch ein bisschen schneller da ist. Und das war so die Grundherausforderung war, es gab zu wenig Zahlarten, mit denen man Online-Business machen konnte in einem relativ sicheren Umfeld und deswegen die Idee mit Sofortüberweisung, das ganze Thema zu beschleunigen. Okay, mit einem Standard, der schon existiert hat und da habt ihr quasi ein Layer oder API oder Verknüpfung aufgebaut, damit halt, ich habe es ein paar Mal benutzt, also schon länger her, natürlich, das hat schneller funktioniert als alles andere damals auf dem Markt. Ja, und es ist halt auch eine recht günstige Zahlart. Ja. Also für den Händler geht es ja auch immer um Marge und wenn er relativ margenarme Produkte hat, dann hast du natürlich da schon auch nochmal einen Vorteil gegenüber teuren Zahlarten. Okay. Und das Team am Anfang, wie gesagt, mein Kumpel hat es aufgebaut, hat es aber relativ schnell an einen Münchner Unternehmer auch verkauft. Mhm. Und in dem Zuge dann bin ich da auch mit rein und dann haben wir quasi die Payment Network gemeinsam aufgebaut. Und über viele Jahre begleitet. Okay, und jetzt aus der Perspektive von Company Building, es gibt ja, also wir sprechen gerne über praktische Dinge, ja, also es wird ja oft den Gründern gesagt, ihr müsst das haben, und dann hast du ein Spektrum an, was da sein muss und execute es ja nicht wirklich. Aber gab es so eine Vision, so eine Stoßrichtung und sagt, hey, das wollen wir werden.
wo quasi so ein Echo durch das Team, durch das Unternehmen immer quasi, hey, das ist das, was wir tun, vor allem so als Tech-Unternehmen. Ich glaube, so eine richtige Vision hat da nie existiert. Wir wollten einfach eine neue Zahlart etablieren in Europa. Das ist eine Vision. Also einen ganz klassischen Ansatz haben wir da jetzt vom Missionsbildung okay. oder so nicht vorangeschritten, sondern wir hatten die Herausforderung in unseren eigenen Jobs, haben die damit ein Stück weit gelöst und haben es dann eben versucht, europaweit zu platzieren. Es hat länger gedauert, aber es war am Ende des Tages sehr erfolgreich. Und wenn man heute im Online- oder im E-Commerce ja unterwegs ist, dann gibt es ja fast keinen Online-Shop, der nicht sofort Beratung im Einsatz hat. Ja. Was meinst du mit, das hat länger gedauert? War das die Resistenz vom Markt? Waren das also technische Hürden, wo eine bestimmte Adaption noch passieren musste? Oder war das der fragmentierte Markt von vielleicht vom Bankenwesen oder auch geografisch von Europa? Nee, ich glaube, vom Bankenwesen her damals war das gar nicht so das Riesenthema, sondern es war tatsächlich, du musst ja dann erstmal die ganzen Leute auch überzeugen, auf was Neues zu wechseln. Und gerade, Sofortüberweisung für die es noch nicht genutzt haben, das funktioniert ja so, du wählst deine Bank aus und dann loggst du dich auf der Seite von Sofortüberweisung oder heute Klarna in dein Bankkonto ein. Das heißt, du gibst einem Dritten deine Bank-Login-Zugangsdaten. Ich sag mal, das braucht natürlich so ein bisschen Education über ein paar Jahre, bis das auch angekommen ist, dass das sicher ist, dass man das machen kann und auch auf Händlerseite, dass da keine Reputationsrisiken irgendwo existieren. Und deswegen hat es eben 2-3 Jahre gedauert, bis du mal so ein paar Lucky Punches vielleicht auch im Vertrieb hast. Bei uns war das dann damals Konrad als Online-Shop, der es eingesetzt hat und der es auch genauso eingesetzt hat, wie es eingesetzt werden sollte, nämlich wenn du mit Sofortüberweisung zahlst, dann wird die Ware sofort kommissioniert losgeschickt. Und das war so ein bisschen aus meiner Erinnerung heraus der Turning Point, ab dem es dann eben plötzlich lief. Und du hast so einen etablierten Retailer, der es einsetzt und dann geht's los. Wer war das damals? Konrad Elektronik. Ja? Konrad Elektronik. Ja, das ist so bei Startups, wenn man sagt, the magic of the first client, die Magie des ersten Kunden oder des großen Kunden oder des großen Namen, wie auch immer, es dann so eine gewisse Strahlkraft hat. Okay, aber würdest du sagen, das war weil das Internet noch frisch war oder was ging's, war die psychologische Hürde, das auszuprobieren, weil es ums Geld geht? Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Frische und was Neues und nichts, was man kannte so und erstmal den Glauben daran zu finden, dass das funktioniert. Okay. Dass das tatsächlich gedauert hat. Das ist ein cooler Ansatzpunkt, mal über etwas Grundsätzliches zu sprechen. Ich will nicht meine Meinung dazu sagen, aber diese ständige Diskussion, sind wir riskavers? Sind wir zu langsam, Neues auszuprobieren, Neues aufzubauen? Man hat sich bestimmt diese Frage gestellt, wie du das siehst, die Kultur, wir sind nicht risikofreudig, so etwas. Was wäre deine Antwort auf diese Frage? Ich glaube schon, dass viele auch risikofreudig sind. Ich glaube, die Frage ist einfach, wie groß ist der Risikoappetit, was Neues auszuprobieren? Das ist gut. Okay. Da gibt es halt solche und solche. Ne? Ich meine, das hatten wir ja auch. Branchen ticken unterschiedlich. Ne? Der klassische Retailer tickt sicherlich anders da als irgendein Anbieter im digitalen Bereich. Ja, und deswegen meiner Meinung nach dieses Thema Risikoappetit, wenn überhaupt Risiken da sind. Ne? Also es geht ja auch viel um Verständnis. Ich meine, heute jeder, na klar, war total logisch, irgendwie eine Sofortüberweisung mal am Markt zu haben. Oder klar, PayPal ist super. Ne? Aber am Anfang ist es immer erstmal eine Veränderung, was Neues. Ja, das ist immer strange für manche Leute. Okay. Aber was würdest du Startups empfehlen, die jetzt tatsächlich in dieser Phase sind oder vor dieser Phase, dass die
neuartige Lösung haben, vielleicht eine, die dem Common Sense vielleicht sogar widerspricht. Was würdest du empfehlen, vom also außer nicht aufzugeben, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Was würdest du empfehlen, wenn es, also muss ja nicht für alle sprechen, vielleicht im Fintech oder Tech-Bereich, sagen wir meistens, kannst du auch differenzieren, B2B, B2C. Was sollten die berücksichtigen oder daran denken oder tun oder nicht tun, aus deiner Erfahrung? Um diese Hürde, okay, das ist was Neues. Ist es Selling oder ist es Technologie? Ja, Storytelling, ne? Also sich wirklich zu überlegen, wie verkaufe ich mein neues Produkt am Markt, egal ob das jetzt an Endkunden eine App ist oder ob das irgendeine B2B-Anwendung ist. Das muss ja irgendeinen Nutzen stiften. Und wenn ich den Nutzen gut erklärt bekomme und irgendwie die Vorteile auch rausgearbeitet bekomme, ich glaube, dann ist es gar nicht so schwierig. Wenn ich jetzt einfach was mache, was ich nur hinwerfe und sage, nehme es und dazu erkläre, was sind die Vorteile und die Nachteile vielleicht auch, dann ist es, glaube ich, schwierig. Okay. Storytelling. Also was... Also man muss lange drüber nachdenken, bis klar war, wie verkauft man jetzt unsere heutige Anwendung oder wie verkauft man Sofortüberweisung und so weiter. Okay. Und ich gehe davon aus, dass zum Schluss der Satz, der sich verkauft hat, simpler war als am Anfang. Ja, okay. Also nicht technologisch, sondern ja, also quasi eine kurze Story in einem Tagline. Also, ja, bei Sofortüberweisung ist doch ganz klar, der Händler hat einen riesen Liquiditätsvorteil, weil er hat sofort das Geld. Er muss nicht auf irgendwelche Ausschüttungen warten oder auf Geld. Er muss nicht hinterher rennen, sondern er kriegt das Geld und kann agieren. Der Kunde selbst hat den Vorteil, er kriegt die Ware schneller. Ja. Und jeder Kunde in Deutschland hat potenziell ein Bankkonto, mit dem er es nutzen kann. Also ist es aus meiner Sicht eine reine Vorteilsargumentation, warum. Und klar gibt es Themen, die vielleicht auch diskutabel sind, aber wenn man da sprechfähig ist und wenn man die ganzen Details kennt, dann ist es auch kein Problem, diese Bedenken auszuräumen. Okay. Also walk in their shoes. Okay. Gut. Dann, aber da gibt es einen Exit an Klarna und ihr startet oder du startest neues Unternehmen. Wie war da der Prozess? Also es gibt einen Exit die Idee, etwas Neues aufzubauen, war das wieder, dass man sich so zusammensetzt und sagt, hey, wir haben Bock, wieder was zu machen oder weiterzumachen. Was gibt es für Probleme oder habt ihr schon Probleme beobachtet, sondern was ihr gesagt habt, mit Fintech Systems wollen wir das mal lösen? Weil das ist so ein spezieller Prozess, also nicht jeder ist Serial Entrepreneur, das bist du. Und ist halt spannend zu wissen, wie der Übergang ist von einem Unternehmen zum neuen. Ja, irgendwann hat es sich ja aber sofort angedeutet, dass man quasi für den weiteren Wachstum schauen will, wie man mit jemandem zusammengehen könnte, um das noch größer zu machen. Ne? Und so als diese Diskussionen dann angestoßen worden sind, da haben mein heutiger Mitgründer und ich uns halt schon ein Stück weit überlegt, wollen wir dann den nächsten Schritt dann da mitgehen oder wollen wir einfach mal die Chance nutzen? Bei mir waren das dann 8 oder 9 Jahre, wo ich dabei war, mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht auch was auszuprobieren in einem Bereich, wo wir uns vielleicht auch durch die vergangenen Jahre auskennen, also gerade zum Fintech-Bereich, Open Banking-Bereich. Und ganz einfach, letztlich ist er irgendwann mal auf mich zugekommen im Rahmen dieses Prozesses, hat gesagt, naja, wenn das Thema Klarna und so fort dann durch ist, dann will er mal was Neues machen. Da habe ich gesagt, ja, gleiche Gedankengänge habe ich auch. verstanden und man beide da im Management bei sofort und haben einfach gesagt, ja, dann machen wir das halt. Ne? Und dann war irgendwie klar, okay, wenn in naher Zukunft
gibt es dann halt eine gemeinsame Firma. Ja, und da hatten wir aber noch gar nicht die Idee, was wir irgendwie machen wollen. Es war klar, der Bereich, weil der gerade der Bereich, wo wir uns ja getummelt haben über viele Jahre, dieses ganze Thema mit Zahlungsauslösung, also Sofortüberweisung, ist ja weitläufig Open Banking. Open Banking wird in Europa reguliert. Das heißt, da kommt eine Richtlinie raus, da muss man sich als Zahlungsinstitut bei der BaFin oder bei der nationalen Regulierungsbehörde eben anmelden und regulieren lassen. Das ist vielleicht ein Thema, wo wir rein wollen, ne? Ohne dass wir das genaue Geschäftsmodell schon kannten. So, und also mit dem Hintergedanken, das wollen wir tun, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir dann und dann raus. Und so schnell wie möglich wird eine neue Firma gegründet. Die heißt dann, wie auch immer sie heißt. Ich meine, jetzt mal rausgekommen, das war jetzt sicherlich nicht das, das Kreativste. Ja, aber mit dem Wissen auch, dass wir ein reiner Backend-Provider sein wollen und kein Endkundenprodukt selbst anbieten wollten, war der Name auch nicht groß relevant. So, und dann, als die Firma gegründet war, haben wir halt langsam angefangen. Erste Entwickler mit ins Boot geholt, ein CTO mit ins Boot geholt, die Technologie in der ersten Version quasi aufgebaut und dann unabhängig von der Technologie quasi überlegt, in welche Geschäftsmodelle passt das gut rein. Ja. Und dann uns da einfach nach und nach iterativ rangetastet. Das ist sehr spannend. Ein spannender Prozess. Also, wichtiges Learning von jemandem, der also mehrmals gegründet hat. Name vielleicht je nach Branche nicht so wichtig. Ich finde, man hält sich beim Namen. Name ist schwierig, aber man hält sich da zu sehr auf. Ja, beim Logo und so weiter. Das heißt, es ist man kennt euch und sagt, okay, zusammen, wir wollen was zusammen machen. Ja, man kennt sich schon. Zwei Menschen, weil wir wollen was machen. Name ist jetzt egal. In dem Bereich, da kennen wir schon aus. Geschäftsmodell, wir haben da ein paar Probleme, die wollen wir lösen. Und Geschäftsmodell, we'll figure it out. Ja? Also wenn man ein Problem löst, kann man das auch verkaufen. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist auch pragmatisch immer wieder gehört, dass miteinander arbeiten können enorm wichtig ist. Also nicht das Logo und so weiter, sondern dass man miteinander gut umgehen kann. Ja. Und habt ihr die Idee gemeinsam, also ihr gründet, ihr schafft eine technologische Lösung, also vielleicht ein paar Applikationen und dann, wie sucht ihr das Geschäftsmodell? Also hat das euch geholfen, dass ihr in der Branche schon bekannt wart, dass ihr auf die Leute zugegangen seid? Beziehungsweise, wie seid ihr auf dieses Kernproblem nochmal gestoßen, dass ihr mit Fintech Systems dann schwerpunktsmäßig löst? Ja, eigentlich ganz simpel, nämlich im eigenen Leben erfahren, was man besser machen kann. Ne? Wenn wir die Zeit dafür haben, kann ich das kurz ausholen? Gerne, klar. Weil wir haben ganz viele Sachen am Anfang ausprobiert. Ne? Wir wollten was mit Zahlungsarten machen, wir wollten bestimmte Risikoabsicherungen machen, etc. Haben aber dann festgestellt, da haben zwar viele Leute gesagt, so in unserem Umfeld, das ist cool, das macht Sinn, da gibt es bestimmt einen Markt dafür, aber der Markt war dann einfach nicht da oder noch nicht reif. Ja, und irgendwann aber, bei Open Banking geht es ja, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, bei Open Banking geht es ja darum, dass ich quasi auf die Infrastruktur der Banken zugreifen kann, letztlich, und dort Daten auslesen kann oder Zahlungen initiieren kann und das auf einer regulierten Basis. So, und dann kommt es ja oft, wie es kommt, ne? Also mein Mitgründer Stefan fährt gern Bahn, wollte eine Bahnbonuskarte oder sammelt diese Bahnbonuspunkte, ne? Und hat irgendwie festgestellt, wenn er eine Kreditkarte von der Deutschen Bahn hat, dann kann er da auch noch Punkte sammeln. Also so wie viele Meilen halt sammeln bei Amex oder Miles & More, geht es ja auch bei der Bahn. So, und dann ist er aber bei diesem Kreditkartenantrag abgelehnt worden, aus einem Grund, der uns bekannt ist, aber der hier vielleicht nichts zur Sache tut. So, und war aber sehr hartnäckig hinterher, ne, und wollte unbedingt, dass er diese Kreditkarte bekommt. Und dann hat ihn die Bank angeboten, naja, Stefan, du kannst ja auch eine Selbstauskunft machen. Du kannst uns quasi aufzeigen,
das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, ich habe so und Hm. so meine Haushaltsrechnung und den Überschuss und kann natürlich eine Kreditkarte bedienen, was ja Fakt war. So, und was musste er dann machen? Er ist im Endeffekt in sein Bankkonto gegangen, er hat sich einen Kontoauszug runtergeladen, er hat den Kontoauszug durchkategorisiert, hat quasi Durchschnittsberechnungen gebildet, was er für einen Haushaltsüberschuss hat und hat das dann zusammen mit den Kontoauszügen bei der Bank eingereicht. So, ein komplett manueller Prozess mit einem langen Zyklus, bis er quasi entschieden ist. Und wir haben uns halt gedacht, ne, aber die Technologie, die wir jetzt aufgebaut haben, die kann ja genau das. Sie ermöglicht quasi den Kunden im Online-Prozess, lockt dich in dein Konto ein. Wir als Fintech Systems gehen her, laden den Kontoauszug runter, wir kategorisieren ihn durch, wir machen die Berechnung, die Bank braucht für ihre Entscheidung und stellen das der Bank voll digital zur Verfügung. Und du kannst innerhalb von Minuten diesen Prozess abschließen. So. Deswegen, um die Frage zu beantworten, im Endeffekt die Grundidee dessen, wo wir heute auch noch am meisten unterwegs sind, nämlich in diesen Kreditwürdigkeitsprüfungen, Kreditantragsprozessen, Bonitätschecks, da kann man wirklich sagen, das ist einfach selbst passiert, ne? Selbst gesehen, Okay, durch die ja. Gegend und go for it. Also Problem selbst erfahren und dann überlegen, können wir das anderen Menschen besser ermöglichen als das, was ich gemacht Ja. habe. Okay, super. Okay, also ihr habt das, ihr gründet, und ihr habt einige Iterationszyklen, ne? Also Payment war noch nicht so weit. Selbst Problem erfahren, wir haben die Infrastruktur oder wir haben die Capabilities und dann geht's raus. Und die Frage nochmal, wo ihr rausgegangen seid, um diese Lösung anzubieten, hat es was gebracht, dass man euch kannte, dass man sagt, hey, klar kennen wir, sofort kennen wir, ihr habt ja eine neue Lösung, schauen wir uns gerne an. Ja, es war zumindest einfacher. Es hat Einfacher, uns jetzt okay. auch nicht die Deals dann gebracht, aber es war einfacher, quasi so den Erstkontakt hinzubekommen, wenn du quasi nicht als, also wir haben das zumindest so wahrgenommen. Wir haben ja immer viel bei Banken gepitcht und viel bei Banken auch aufgetreten, dass man uns dadurch so eine gewisse Erwachsenheit abnimmt, dadurch, dass wir das schon hinter uns gebracht Okay. haben und jetzt nicht, das ist ja nicht schlimm, aber jetzt nicht gerade von der Uni gekommen sind und Ja. jetzt uns im Anzug irgendwo hinstellen und da ne, konnten Ja. so eine gewisse Storytelling machen, warum wir das können, was wir jetzt machen und warum du, liebe Bank, irgendwo das auch uns abnehmen kannst, dass das funktioniert. Ja, war einfacher. Bei Investoren ja genauso letztlich. Ne. Einfach einfacher, den ersten Schritt reinzukriegen. Es geht auch anders, aber für uns war es hilfreich sicherlich. Okay. Also es war nicht so, ich finde das super, dass aus eigener Erfahrung, dass ein echtes Problem also angegangen wird und man sitzt nicht und sucht sich Lösungen und dann die Probleme. Ein echtes Problem. Also ihr habt eigentlich einen Prozess automatisiert durch den Zugriff auf die Konten, dass da kategorisiert wird, anonym bestimmt, also nach dem Open Banking Standard, um einfach die Freigabe zu machen. Okay. Und wir haben mal untereinander gesprochen, der Marktanteil von dieser Applikation, der hat mich beeindruckt. Also er ist ziemlich groß, zumindest, ich weiß nicht, ob es für Deutschland die Zahl war, aber Marktanteil ist ziemlich groß. Ja, zumindest im Kreditantragswesen, wenn es digitale Prozesse gibt, sind wir in den meisten drin. Ja, also wir sind bei ganz vielen Vergleichsplattformen integriert, bei fast allen großen Direktbanken. Also wir sind da schon gerade in dem Bereich vorne dabei. Okay, großer Markt. Okay, cool. Ich würde gerne jetzt zum Thema Exits übergehen. Du hast ja zwei Exits mitgemacht oder miterlebt. Ist die Frage, was oft zu Beginn eines Startups gestellt wird, ja, was ist euer Exit-Szenario? Wie wichtig ist das aus deiner aus eigener Erfahrung, ja. Telefonat mit dem Investor, ja, wir sind gerade am Gründen. Was ist euer Exit-Szenario? So. Gute Frage. Weiß ich nicht.
keine gute Frage, deswegen. Ja, ist halt die Frage, wie relevant ist es bei der Gründung, ne? Ich meine, wenn du dann mit den Investoren schon sprichst, dann ist es natürlich eine relevante Frage, weil ist ja auch jedem klar, dass das Geschäftsmodell des Investors ist ja, ich gebe Geld rein, ich möchte, dass das Geld sich vermehrt und ich möchte dann einen Exit machen, um das Geld auch wieder herauszuziehen. Das kann ein Teilexit sein, es kann aber auch ein Gesamtexit sein. Ich meine, da stellt sich die Frage natürlich, ob sie sich jetzt bei der Gründung zwangsläufig schon stellen muss. Es kann eine Motivation sein, mit einem Exit-Szenario quasi zu planen, muss aber nicht. Ich meine, wenn du das Startup jetzt gründest, dann tust du dich ja viel auch auf Startup-Messen oder Konferenzen oder in den ganzen Online-Magazinen rumtreiben. Da hast du natürlich immer quasi dieses Exit-Szenario vor Kopf, weil du da viel auch drüber liest. Ja, es gibt aber für uns. Habt ihr drüber nachgedacht? Das ist halt, man möchte. Weißt du, wir haben ja selbst quasi unser eigenes Geld reingesteckt, um die ersten 2 Jahre zu finanzieren. Und das ist natürlich schon auch ein Gedankengang, das sollte sich dann auch verzinsen. Ja, also die Logik ist okay. Nur wenn man gerade am Anfang ist und dann so über Exits, da kann man nicht weiter fantasieren. Aber so ganz klar, weiß nicht, also mich hat das eher abgeschreckt, da weiter zu sprechen, weil wir noch nicht über uns gesprochen haben, sondern direkt ein Exit. Ich kann mich ehrlicherweise auch nicht erinnern, dass das bei uns irgendwie ein großes Thema in den Investorengesprächen war, sondern das war halt ein Slide von vielen. Was ist ein potenzieller Exit für mich als Investor? Und dann haben wir das natürlich auch irgendwo auch beantwortet. Aber am Anfang ist ja einfach wichtig, du musst ja erstmal eine Idee haben, was du machst. Und wenn du was Gutes aufbaust, dann wird sich vielleicht bei einigen auch hinten raus mal die Möglichkeit ergeben, ein Unternehmen auch zu verkaufen oder zu mergen mit einem anderen. Oder du bist halt vielleicht auch derjenige, der dann andere Unternehmen aufkaufen möchte, um selbst größer zu werden. Also. Okay, also was ich raushöre, ist, dass die Exit-Frage am Anfang nicht relevant war bei euch und vielleicht eher Distraction, also ablenken kann vom echten. Also, wie würdest du sagen? Ich glaube halt einfach, du kannst es nicht, du kannst nicht auf ein spezielles Szenario unbedingt hinarbeiten, weil der Markt verändert sich über die Jahre, die finanzielle Lage verändert sich. Und wenn du am Anfang schon irgendwie sagen würdest, ja klar, ich will später mal verkaufen an Otto oder an, was weiß ich, SAP, dann musst du ja quasi vom ersten Moment an schon alles darauf ausrichten, dass es dieser Kandidat wird. Und für uns war halt, wir wollten uns erstmal selbst entwickeln und selbst finden und wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell für uns aufbauen. Und entweder kommt es dann oder nicht. Ja. Ja, verstehe. Also das war auch meine Erfahrung, dass man man hat etwas, man weiß nicht genau was. Man möchte erstmal checken, wie es auf dem Markt funktioniert und dann darüber sprechen. Was mir nicht gefallen hat, waren die Fragen wie, wollt ihr euer Baby wirklich abgeben? Das ist eher so, hör mal, es geht immer noch um Business, ne? Also solche Dinge. Ja, ich glaube halt einfach, es ist auch wichtig, abgeben ist ja weitläufig, ne? Aber wenn du quasi was Cooleres daraus machen kannst, wenn du es abgibst, hat es ja auch einen Selbstzweck. Ja. Ne? Wie gesagt, guckt euch sofort an, sofort innerhalb des Klarna-Checkouts. Es ist eine Option von mehreren, ist aber ein sehr komplementäres Thema. Das ist jetzt bei uns an. Wir werden aufgehen in einer viel, viel größeren Firma. Also anderen Gedanken dann dahinter, wie man das weiter treiben kann. Ja? Also entweder ist man halt der lokale Anbieter oder man ist der Europa-Anbieter. Ja. So denke ich halt. Alles Vor- und Nachteile. Ja. Ja, das ist eine sehr schöne Perspektive, dass eigentlich die Technologie, der Fleiß, ja, das Leid in einem größeren Kontext aufgeht. Und sehr, sehr, also eher eine positive Perspektive, als wenn man sagt, ja, wollt ihr das wirklich aufgeben? Jetzt zu ein Startup wächst, ja, man hat
eine Idee, Startup, man skaliert. Und ich vermute, die Sichtweise auf Nextit hat sich da auch verändert. Es hat sich entwickelt oder es kam was Neues dazu oder sie können, da ist ein Player oder das wäre ein interessanter Akquise für uns. Aber vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie der Prozess war, wenn man sagt, am Anfang Exit, denken wir gar nicht drüber nach, klar, es soll sich irgendwie rentieren. Wie hat sich das verändert? Haben sich Play aufgetan? Sind irgendwelche M&A-Agenturen zugegangen, wo man ins Gespräch gekommen ist und gemerkt hat, da ist im Hintergrund ein Markt, der noch nicht sichtbar ist, oder war das für euch klar, wie die Landschaft ist und wer welche Incentives da auf dem Markt hat? Ich glaube, am Anfang tut man sich ja sehr lokal irgendwo fokussieren, gucken, was passiert in Deutschland oder was passiert irgendwie im Dachbereich. Das haben wir auch mal gemacht. Aber um uns herum hat sich ja die Welt trotzdem auch weiterentwickelt, ne? Und in den USA Player auf den Markt bekommen, die auch schon da waren, als wir gestartet haben. Es sind in Europa Player, die sich dahin entwickelt haben, wo wir uns entwickelt haben. Na, viele haben mit anderen Modellen angefangen und sind letztlich aber in dieses API-Thema reingerutscht, wie wir es auch machen. Und dann muss man halt einfach gucken, was ist die Langfristperspektive für eine Fintech-Systems? Ne? Macht es Sinn, weiter der lokale Nischenanbieter zu sein? Oder macht es Sinn, mal zu gucken, ob man entweder selbst eine große Runde, Finanzierungsrunde macht, um weiter zu wachsen und vielleicht auch in andere Länder viel stärker reinzugehen? Oder guckt man, wo passt man als Zahnrad gut komplementär hinein? Ja. Und jetzt auf unserem Prozess, ich glaube, es gehen halt beide Wege. Ne? Entweder gehst du aktiv raus und suchst jemanden, das war eher so der Sofortweg, oder du wirst angesprochen, weil das Momentum gerade da ist und weil der Need da ist. Das war jetzt eher der Fintech Systems. Ah, cool. Und dann, klar, hat man einen Berater dabei, aber man muss sich ja irgendwo auf persönlicher Ebene auch matchen. Ne? Und hat einfach gute Gespräche mit dem Management von unserem Käufer gehabt oder mit den Gründern hauptsächlich. Und haben gedacht, passt einfach von der ganzen Philosophie, von der ganzen Haltung auch, wie man Unternehmen aufbauen sollte. Und deswegen, ja, ich meine, waren jetzt in der glücklichen Lage, da auch ein bisschen wählen zu können. Okay. Aber wir haben uns halt für die entschieden, die unserer Meinung nach am besten passen, um in deinen Worten unser Baby weiterzugeben. Sehr schön. Vielleicht erwachsen werden zu lassen. Genau, ja, sehr schön. Okay. Und ich habe ja noch ein paar Fragen zu Exits. Jetzt von eurem Denken aus, habt ihr das antizipiert, dass, also es wird ja oft, also wenn man sich in einem Bereich gut auskennt, kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, in 3 bis 5 bis 8 Jahren wird dies und jenes passieren. Habt ihr das antizipiert, wie das, ja, ein Ökosystem, also die Open Banking, wie das Ökosystem, die Player, das ist Player, nicht welche, dass es Player geben wird. Also habt ihr das antizipiert, wie sich der Markt entwickeln wird, wie relevant eure Lösung sein wird? Ja, ich glaube schon. Ich glaube deswegen, weil durch die ganze Historie sofort haben wir halt dieses ganze Open Banking Thema seit 2005 live miterlebt. Und zwar in einem damals noch nicht regulierten Umfeld. Und es war spätestens ab 2010, 2011 klar, es kommt eine Regulierung europaweit raus, die PSD2, wo sich jeder dran orientieren muss, der solche Businesses betreiben möchte. Sag mal, als wir gegründet haben, haben wir gedacht, die kommen ein bisschen früher. Es hat sich dann noch ein bisschen länger gezogen. Das heißt, es hat uns natürlich auch ein Stück weit langsamer gemacht am Anfang. Aber das Gute war halt, konntest antizipieren, da wird ein Need kommen. Und spätestens dann, wenn rechtlich alles safe ist, sind die Kunden auch willens, es einzusetzen.
So, und so würde ich vielleicht sagen, antizipiert. Es war klar, das kommt definitiv. Ja. Es war klar, wir müssen irgendwann unseren Antrag stellen für die Lizenz. Und dann kannst du schon ein paar Sachen gut vorbereiten und in die richtigen Wege finden und kannst die Zeit, die du hast, nutzen, um die richtigen Geschäftsmodelle oder Adressaten zu finden. Ja, also, okay. Strategische Perspektive, dass man, dass man den Markt so gut kennt, dass man Dinge antizipiert. Okay. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also, weiß nicht, ob es sehr wichtig für einen Exit ist, aber vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man sich auf einen Exit, also man wird angesprochen oder man geht raus. Ja, das Ja. unabhängig davon. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie man sich vorbereitet? Also, was ich erfahren habe, grundsätzlich in so einem Neediness ist Gift. Also man kann nicht rausgehen, sonst wird man halt billiger, wenn gewisse Neediness da ist. Also außer diesem Mindset, also ich bin relevant, selbstbewusst über Business sprechen, vielleicht so konkrete Tipps, was in vor dem Exit oder bei der Vorbereitung eine wichtige Rolle spielt. Ja, die Hausaufgaben gemacht zu haben. Also das Zahlenmaterial da zu haben, die Produkte da zu haben, die Kunden da zu haben. Ich habe die Frage jetzt so interpretiert, so quasi, wenn dann einer kommt, der mit dir Genau. reden müsste, was soll bis dahin vorbereitet sein? Ne? Genau. Und da ist einfach hilfreich. Ich meine, wenn du anfängst, mit VCs zu sprechen, hast du ja vorhin auch erzählt, ne? Dann bist du ja auch ständig in einer Pitch-Situation, wo du quasi zeigen musst, was dein Unternehmen ist. Und ich sage immer, wenn du einmal anfängst, dann wiederholt sich das ja auch wieder. Es ist ja nicht, dass du einen VC-Pitch machst und am nächsten Tag kommt das Geld, sondern es dauert ja über Monate. Und ich glaube, wenn du irgendwann dein Unternehmen so weit hast, dass du ordentliche Finanzabteilung hast oder einen CFO, der irgendwie die Zahlen gut managt, wenn du produktseitig gut aufgestellt bist, wie ich eben schon gesagt habe, ein nachhaltiges Geschäftsmodell hast, was funktioniert, wo du auch einen Proof hast. Das sind so die Sachen. Und wenn du dann noch aufzeigen kannst für den Kandidaten, mit dem ich sprechen möchte über eine Akquisition, ich erfülle dir den und den Pain oder ich hilf dir den und den Pain, meine, dann hast du ja deinen Pitch, wie du es machen musst oder machen willst. Weißt du, wie ich meine? Also es geht, also okay, das, ich finde, der Vergleich zu einem VC oder Investor Pitch ist sehr hilfreich. Das, es ist quasi eine Mischung zwischen Kundenpitch und Investorenpitch, dass die Komplementarität deutlich wird. Ja? Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, wenn ihr unsere Lösung integriert zu dem, zudem den Preis, habt ihr diesen Vorteil für euren Markt. Ja. Verstehe ich das richtig? Dass man ein existierendes Problem des Käufers, das könnte Marktanteil sein. Ja, das Ja. kann ja auch Marktanteil sein. Ja. Okay, das ist sehr hilfreich. Also Also quasi. quasi immer ready zu sein, zu pitchen, alles da zu haben. Bei uns war es, wie gesagt, Zufall. Wir waren am Raisen für eine neue Runde. Das heißt, wir hatten alles da. Und dann konnte man eben auch über den Exit natürlich anders da sprechen. Okay, verstehe. Und diese Readiness ist im Business so wertvoll. Hast du das? Du Klar, habe ich das. willst ja auch deine Zahlen immer parat haben, ne? Ja, genau. Hast du die Zahlen? Hier hast du die Zahlen. ja, ist super wichtig. Also auch wenn man auf der anderen Seite ist, auf der Käuferseite und jemand hat die Zahlen parat und versteht dich und dein Need. Wow. Ja, die letzte Frage, die ich hier noch habe, hast du eigentlich beantwortet, wie man den richtigen Partner findet oder findet der Käufer die Company, du hast beides erlebt. Vielleicht hast du ein paar Tipps vielleicht gibt es keine Tipps. Also, wie wird man sichtbar? Erkennt man sich in dem Umfeld? In so einem Fintech kennt man sich, es gibt ja viele Player. Oder
Ich glaube, bei uns jetzt speziell kennt halt jeder jeden, weil so viele gibt es dann auch wieder nicht. Lass es 20, 30 sein. Aber man kennt ja dann quasi seine Wettbewerber. Ansonsten, wie wird man sichtbar? Indem man zur Not, wenn man das proaktiv befeuern will, hat so ein bisschen Bass erzeugt. Dass man irgendwie mit einem Branchenmagazin spricht, so ein bisschen unterschwellig das fallen lässt oder vielleicht auch bei Vorträgen irgendwie sagt, wir raisen Geld oder wir wollen eine neue Runde machen oder wie auch immer. Und dann, ich glaube, das muss man dann schon ein bisschen überlegt auch angehen. Oder es gibt eben Zufälle, und es funktioniert einfach so. Man kann es, glaube ich, nicht so planen. Weißt du, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ist schwer planbar. Schwer planbar. Ja, ich verstehe. Aber ich finde, es ist wichtig, auf der einen Seite einen guten Job als Company zu machen, aber auf der anderen Seite diesen, ich gehe oft raus und verkaufe uns als Company. Es ist wichtig, auch so Dinge zu platzieren als Interesse, als Offenheit. Also ich würde sagen, als Offenheit für etwas, dass man offen für ein Gespräch ist. Das ist keine Absicht, ja, wir suchen das und das, sondern eine gewisse Offenheit. Ich glaube, wenn du das immer im Griff hast, dann das Geschäft läuft, das sollte immer in erster Priorität sein. Ja, Und ja, das ja. andere, wie gesagt, entweder kommt es oder es kommt nicht. Vielleicht will man es auch gar nicht. Ne? Soll halt irgendwie Sinn machen. Ja? Und ich glaube, diese Sinnhaftigkeit haben wir bei uns jetzt gefunden, wie wir das machen wollen. Und deswegen sind wir mit der Entscheidung, wie es jetzt gelaufen ist und wie wir es vorhaben, ganz zufrieden. Ja? Okay. Ich habe noch eine Frage hier von Silvester, der hat es mir direkt geschickt. Ich switche da mal rüber. Welche Branchen, vielleicht aus dem Fintech-Bereich, da gibt es so ein paar Zahlen, welche Branchen werden in Zukunft stark vertreten sein oder Geschäftsmodelle? Grundsätzliche Frage. Gibt ja viele neue Technologien. Vielleicht muss es gar nicht mit Fintech verbunden sein, wo du persönlich sagst, das ist spannend. Das wird wahrscheinlich in Zukunft wachsen. Also ich finde generell immer alles spannend, was so Backend-Technologien sind. Ne? Also wo man ein bisschen im Hintergrund bleiben kann, wo man sich irgendwo einmischt in Prozesse, wo man so ein bisschen ja, Plattform-as-a-Service-Gedanken vielleicht hat. Mich persönlich sind jetzt so die Endkunden-Apps oder Produkte nicht so interessant. Also ich so abseits dessen vielleicht vom Fintech ganz spannend finde, ist das Logistikbereich. Zwar auch schon viel, gibt es aber auch noch viele White Spots, glaube ich, wo man ran kann. Ja, und ich meine auch so, das ganze Thema Health Tech ist ja auch noch lange nicht am Ende. Ich meine, da gibt es halt viele regulatorische Anforderungen, aber wenn es da vielleicht etwas mehr Vereinfachung gibt, kann man da, glaube ich, auch viel tolle und gewinnbringende Projekte starten. Ja, viele Industrien sind ja historisch gewachsen. Wir haben es schon immer so gemacht. Und neue Technologien oder neue Ideen können die Wertschöpfungsketten einfach in Frage stellen, dass man das ganz anders macht. Bei Logistik, tja, aktuell mit den Containerschiffen, ein Ja, man Riesenthema. muss sich dann einfach beschäftigen. Ne? Und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man mal in vielleicht ein Lager reingeht, dann sieht man auch, was vielleicht an Optimierungspotenzial da ist. Und so stelle ich mir das halt in jeder Branche oder für jede Branche vor. Ich glaube, was man nicht machen sollte, einfach ins Blaue irgendwas probieren und hoffen, da gibt es einen Markt, sondern eher gucken, das sind die Experten, mit denen spreche ich mal und dann finde ich schon raus, wo ist denn deren Pain Point und den versuche ich dann vielleicht erstmal nischig und dann im größeren Kontext zu lösen. Okay. Gibt es was Interessantes in der Logistik? Also ich meine, Robotik ist ein spannendes Feld. Autonomes Fahren muss reguliert werden. Also meine persönliche Meinung ist, was Deutschland machen müsste, ist eigentlich die Lösung für die Regulation von autonomem Fahren überhaupt jetzt voranzutreiben. Wird kommen. Ob es in 15 oder 15 Jahren kommt, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen, bin kein Branchenexperte, aber
dass zumindest eine gewisse Lösung zur Regulation entstehen. Ich finde, das sollten die machen, anstatt andere Dinge, die jetzt weniger gut funktionieren in der Automobilbranche. Also die Logistik quasi auf ein anderes, in der autonome Logistik quasi auf ein anderes Level zu heben. Vielleicht auch die Luft, ja, für Drohnen und Transporte, ja, wieder via Luft. Das dreht sich in meinem Kopf zum Beispiel. Also hast du da noch etwas in der Logistik? Geht es um quasi Lagerhaltung oder quasi Auslieferung von... Eher im Lagerbereich. Lagerbereich. Okay. Ich glaube, ich habe viele Möglichkeiten, da Verbesserungen vorzunehmen. Für die Verkäufer oder für die Verkäufer wahrscheinlich. Ja. Okay, cool. Alles klar. Dirk, vielen Dank von Referate über sofort zu Fintech Systems. War sehr praktische Tipps auch zu Exits. Key Learning für mich war den Exit als quasi Pitch. Immer Pitch Ready zu sein. Für alle Startups immer Pitch Ready, egal wer vor euch steht. Immer die Zahl parat zu haben. Nach dem Pitch. Egal ob Investor, Käufer oder Kunde. Dirk, vielen Dank. Wir haben viel gelernt. Danke, dass du dabei warst. Und du bist, wenn du erreichbar sein möchtest, können wir es gerne in den Post integrieren für die Community. Na klar. Einfach über LinkedIn oder so anschreiben, wenn was ist. Okay, perfekt. Glaube ich, am einfachsten. Perfekt, super. Und Dirk ist sehr responsive. Also ich spoilere das mal hier. Er ist auch responsive. Vielen Dank nochmal. Danke dir. Ciao, schönen Abend. Schönen Abend, ciao.